So, was ich als allererstes mal machen möchte, ist mir das Ehrenmal gerade mal anzuschauen, um zu schauen, wie lange der Nakagawa eigentlich bei uns war. 10 Kills hat er gemacht, 8 Einsätze. Ich finde, das berechtigt uns schon wieder, einen Orden zu vergeben. Und ich weiß auch schon genau, wem ich einen Orden geben möchte. Ehrenmedaille der Novikova. Haben wir leider keinen mehr. Achso, verbleibende, okay. Dann haben wir die Verteidigernadel und das Stadtkampfzeichen. Die Verteidigernadel würde ich gerade mal umbenennen in Nakagawa. Moment. Nakagawa Nada. Nein. Bestätigen. Und ich würde gern der, wo ist er denn? Den Neuzugang der Frau Simon, die auch gerade erst als verwundet wurde, möchte ich diesen Orden natürlich geben. Sie starr vor Achtung. Völlig richtig. Du wirst seinen Tod achten. Und ehren, wie sich das gehört. Was haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 2 Stadtkampfabzeichen. Wie kann ich es überhaupt noch geben? Ich denke nämlich, dass ich da einige langsam mal auszeichnen könnte. Wie zum Beispiel, Verleihung eines Autos ist nicht widerrufbar. Ja, das möchte ich gerne. Du bist wirklich lange genug dabei. Und das zweite Abzeichen. Beziehungsweise das letzte, was wir gerade haben. Ja, genau, das letzte, was wir gerade haben. Wer könnte es denn bekommen? Der Lowrider hat es bereits. Frau Sinchenko könnte es bekommen, klar. Unser Stürmer. Unser neuer Stürmer ist es, glaube ich. Herr Ramirez. Wo ist eigentlich unser alter Stürmer hin? Tot ist er nicht. Ha, du hast schon eine bekommen. Frau Malakova. Alles klar, dann. Wie gehen wir es denn mal? Komm, wir geben es mal Peter für seinen heldenhaften Einsatz im Geheimdienst. Wunderbar. Mal Peter, vielen Dank für deinen Einsatz. So, einen weiteren haben wir gerade nicht. Wir haben noch einen, der gesperrt ist. Mal gucken, was der bringt oder was. Mal schauen, ob der irgendwie speziell freigeschaltet werden muss. Wahrscheinlich muss er das. So, wir warten noch bis der Plasmawerfer erforscht wurde, dann können wir endlich ein paar Verhöre beginnen. Mit dem neuen Alien. Okay, die Herstellung eines Firestorms abgeschlossen. Warte mal. Wo ist er denn? Der Firestorm. Wahrscheinlich wieder Europa. Alles klar, dann könnt ihr euch auch da bleiben, aus meiner Sicht. Obwohl, warte mal, wir haben jetzt 2 Demons hier. Vielleicht. Warte mal, kann man die Waffe ändern? Wir haben Avalanche-Raketen, wir haben Phoenix-Kanonen. Kurz, weit. Präzision 70%, Präzision 95%, Schaden niedrig, Schaden niedrig. Ja, auf jeden Fall das. Dauert 24 Stunden, danach geht es nach Afrika offenbar. Sehr schön. So, wie viele Tage haben wir noch bis zum Schwerplasmawerfer? 2. Sehr gut, dann weiter geht's. Und der Plasmawerfer ist fertig. Sehr schön, neues Forschungsprojekt. Weil wir versucht, die Leistung unserer bestehenden Plasmagewehre zu erhöhen, haben wir versucht, eine Testumgebung zu erschaffen, die das Sicherheitsrisiko minimiert, zugleich aber nicht unsere Fantasie einschränkt, wenn es um neue Entwicklungen geht. Diese logistischen Dinge hat die Technikabteilung sehr effektiv erledigt, sodass wir mit dem Prototypenbau weitermachen können. Obwohl wir viel Zeit damit verbracht haben, das schwere Plasmagewehr der Aliens zu untersuchen, gab es immer noch viele Fragen zu der verbesserten Funktionsweise. Einen akzeptablen Energieverbrauch bei verbesserter Leistung hinzubekommen, war keine leichte Aufgabe. Die erste Einschränkung bei der Leistungssteigerung war das höhere Gewicht durch eine größere Energiezelle. Das mag den rustikalen Alien-Soldaten nichts ausmachen, doch unsere Soldaten können nur eine bestimmte Menge an Ausrüstung tragen. Doch dann haben wir einen Mittelweg gefunden, indem wir die Energieverwaltung dahingehend änderten, dass sie die überschüssige Abwärme beim Feuer reduziert. Ich sollte allerdings noch erwähnen, dass Hitzestaus auch weiterhin ein Problem sein werden. Das sollte auch unsere Soldaten klar sein, bevor sie die Waffe mehrfach schnell hintereinander abfeuern. Alles klar. Nach erfolgreichem Versuch mit unseren eigenen Prototypen sowie mit einer modifizierten Alien-Waffe sind wir zuversichtlich, dass wir nicht nur die Waffen umbauen können, die wir erbeuten, cool, sondern auch in der Lage sind, eigene herzustellen. Die körperlichen Einschränkungen gewöhnlicher Soldaten werden unwichtiger, wenn man etwas an unseren Mech-Kämpfer denkt, eine ausgewachsene Partikelstrahlwaffe bauen können. Und das ist endlich mal das, was ich haben möchte. So, was kann man denn machen? Aber das wird man gleich sehen. Schwerer Plasmawerfer. Das schwere Plasmagewehr benutzt ein Miniaturkraftwerk mit zusätzlicher Kühlung für eine entschieden höhere Feuergeschwindigkeit als alles, was wir jeweils eingesetzt haben.
Neues Gießereiprojekt verfügbar. Schiffplasma, alles klar. Und die Partikelkanone ist verfügbar. Eine Variante unserer schweren Plasmawaffentechnologie ermöglicht den Bau eines stoßweise abgefeuerten Partikelstrahls, der bislang unvorstellbar konzentrierte Energiemengen transportiert. Die Hitzeabteilung wäre für einen ungeschützten Soldaten extrem gefährlich. Ein Mech-Anzug jedoch kann die dafür nötigen Systeme mit Leichtigkeit tragen. Wunderbar, wir haben jetzt drei Dinge, die jetzt prioritär sind. Ich nehme erstmal den Insektoiden-Anführer. Drei Tage, okay. Mach mal. Nixes. Wunderbar. Und dann würde ich gerade mal noch schauen, was denn eigentlich so ein Partikelstrahl kostet. Wahrscheinlich irgendwie 3000 Paragraphen. Wo ist es denn? Schilderpatronen, bla bla bla. Hier Plasma-Präzisionsgewehr haben wir doch schon. Achso, können wir trotzdem nicht herstellen. Schwerer Plasmawerfer kostet, was kostet denn? 176, wow. Die Railgun. Okay, Partikelkanone kostet 229. Junge, 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 das ist mal ordentlich. Kann ich da vielleicht ein bisschen was verkaufen? Was kaputt ist, haben wir leider nicht mehr, nicht wahr? Alles ist ja irgendwie entbehrlich. Komm, gehen wir ein paar Sektoidenleichen ab. Alle bis auf 15. Dann hier alle Schweberleichen bis auf 10. Dann alle dünne Mannleichen bis auf 10. Und hier auch alle schweren Schweberleichen bis auf 10. Das reicht schon völlig aus. Wir brauchen nicht Hunderttausende von Mutornleichen. Brauchen wir auch nicht alle. So, dann haben wir das Geld auf jeden Fall drin. Und bauen gerade mal diesen richtig geilen Beschleuniger. Kostet mehr als manche Gebäude, als viele Gebäude. Oder denn der Streulaser? Schwerer Laser? Wo ist er denn hin? Kampfstimulanz hier. Chitinpanzer. Chitinpanzer haben wir auch jetzt. Ich völlig vergessen. Leichte Rüstung aus einem Exoskelett, eines Chrysaliden bietet zusätzlichen Schutz und reduziert den erlittenen Nahkampf. Achso, stimmt, das war das. Alles klar. Leichtplasmagewehr, Sklera-Plasmawerfer. Railgun, das ist doch. Partikelkanone, mein Gott. Wenn man sich einfach die Namen merkt, ist natürlich viel günstiger. Herstellen? Ja, Auftrag erteilen. 25 Ingenieure werden damit beauftragt sein, aber ich hoffe mal, dass die damit richtig gut reinknallen. In zwei Tagen haben wir auch die geformte Rüstung fertig, die, glaube ich, auch irgendwie 300 Tacken gekostet hat. Wahnsinn, in drei Tagen haben wir den Sektoiden-Anführer und in 25 Tagen der Ratsbericht, das ist alles noch ganz okay. Jetzt müssen wir, können meine Leute genau wieder genesen, Herr Guzman zum Beispiel. Die geformte Rüstung ist abgeschlossen, sehr schön. Kurze Frage, muss ich die bauen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt einfach so eine geilere... Ja, sieht nicht so aus, als ob ich es gebaut müsste. Wunderbar, aber doch. Gießerei. Lesen es aber vielleicht nochmal nach. Es irritiert mich aber mal, dass es hier überhaupt nicht nach Alphabet sortiert ist. Mechanische Cyberrüstung der Invasion ist natürlich ausgefallen, dass unsere eigenen. Durch eine Untersuchung der Verbindung zwischen den gepanzerten Außenschalen und den Kernen könnten wir unser eigenes Rüstungsdesign verbessern. Alles klar. Dann schauen wir vielleicht dann bei den Mechs, ob wir da was machen müssen. Maximale Ausbaustufe ist erreicht. Bei Herrn Berg. Und bei dir geht es noch nicht weiter. Aber da ist nichts zu machen, scheinbar. Ich hoffe, wir kriegen einfach so bessere Rüstung. Finden was raus. Wir warten erstmal auf den Sektoidenanführer. Nach den tollen Erkenntnissen, die wir da gewinnen können. Dieses Exemplar hat eine außergewöhnlich klare Zellstruktur im Gehirn, verstärkt durch eine Reihe kybernetischer Implantate, die bereits kurz nach seiner Geburt eingepflanzt worden sein müssen. Aufgrund der ungewöhnlichen Fähigkeiten, die dieser Gefangene im Gefecht unter Beweis stellte, waren wir während des Verhörs besonders vorsichtig. Die Beweise für die telekinetischen Kräfte in einer bislang unvorstellbaren Größenordnung sorgten mal vielen Mitgliedern des Forschungsteams für eine gewisse Scheu, sich dem Testobjekt zu nähern. Wir hatten nur wenig Erfolg bei dem Versuch, neue Informationen direkt von dem Gefangenen zu bekommen. Dafür haben wir aber herausgefunden, wie er mit dem rätselhaften Gerät interagieren konnte, das wir in dem Alien-Stützpunkt gefunden haben. Außerdem konnten wir die Implantate in seinem Körper genauer untersuchen, was auch zu einigen unerwarteten Durchbrüchen der Forschung führen dürfte. Psi-Labor zum Bau verfügbar und Psionik-Forschungskredits. Neues Gebäude verfügbar. Mit dieser Einrichtung können wir die latenten Psi-Fähigkeiten unserer Soldaten entdecken und trainieren. Falls sie solche Fähigkeiten besitzen, steigt ihre Stärke, wenn sie sie im Einsatz nutzen. Interessant. Und wir machen weiter. Berserker hat man noch, wir hatten die Autopsie noch, aber wir machen erstmal das Prioritätsprojekt. Das Leuchtfeuer. Nichts wird sein wie vorher.
Unsere Arbeit hier, die Übernahme der Technologie einer feindlichen Macht, beschleunigt die wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit um Generationen. Wir können diese Waffen, diesen Missbrauch der Wissenschaft noch immer für einen besseren Zweck nutzen. Das mag wohl sein. Der Preis war hoch, aber unsere Bemühungen waren nicht umsonst. In letzter Zeit hat sich viel Neues ereignet. Der Sektoid-Anführer ist ein interessantes Objekt. Aber ich muss sagen, dieses Gerät fesselt mich ebenso. Ja. Wir brauchen noch mindestens 30. Deswegen werde ich gerade mal 30 Waffenfragmente verkaufen. 200 Paragraphen. Der ganze Kram wird richtig teuer langsam. Und ich werde es natürlich hier unter das Kymanetik-Labor packen. Ich gehe mal davon aus, dass es entsprechend den Bonus geben wird. Psi-Labor. Komm, Baubeginn. Und los geht es. 14 Tage. Wir müssen langsam wieder mal probieren, was auszuheben. Weil hier ist noch was, was noch gemacht. Also okay, kann noch was gebaut werden. Und danach wird es ein bisschen eng wieder. Okay. Was steht als nächstes an? Hyperwellenkommunikation in 2 Tagen. Ja. Schauen wir uns doch mal an. Ist immer ein Prioritätsprojekt. Jetzt. Wir haben ja schon viele ungewöhnliche Ausrüstungsstücke der Außerirdischen untersucht, aber der Apparat, den wir aus dem Alien-Schutzpunkt auf der Erde geborgen haben, ist bei weitem das Rätselhafteste. Als wir das Gerät zum ersten Mal gesehen haben, schien es, als würde der Sektoid-Anführer damit durch eine Art nicht-körperliche Verbindung kommunizieren, mit Telepathie oder etwas Ähnlichem. Nachdem wir das Gerät nun gründlicher untersucht haben, sind wir sicher, dass genau das der Fall war. Unsere Tests haben ein Signalmuster enthüllt, das auf einer Wellenlänge gesendet wird, die noch niemals mit Kommunikation oder elektronischer Übertragung in Verbindung gebracht worden ist. Wir sollten zwar inzwischen nicht mehr überrascht sein, wie weit die L-Technologie der unsere überlegen ist, doch diese spezielle Entdeckung ist schon etwas beunruhigend. Es mag weit hergeholt klingen, doch mehrere Mitglieder des Forschungsteams haben spekuliert, dass dieses Gerät in der Lage sein könnte, Signale jenseits unserer Dimension zu senden und zu empfangen. Die Schlussfolgerungen aus einer solchen Möglichkeit betreffen alle bekannten Gebiete der Naturwissenschaft und könnten, was vielleicht das Alarmierendste ist, bedeuten, dass der Sektoid-Anführer Signale oder Befehle von einer höheren Autorität empfangen hat. Wir analysieren die entdeckte Übertragung weiter, verstärken aber zugleich unsere Versuche, das Gerät mit unserem eigenen Satellitenkommunikationsnetzwerk zu verknüpfen, was vielleicht ein Problem sein könnte, weil dann das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Wenn meine Vermutung zutrifft, könnte es uns dieses Funkfeuer ermöglichen, bislang unbekannte Kontakte zu orten, ja. Oder unser eigenes Netzwerk wird übrigens eingesetzt, um uns alle selbst zu versklaven. Das halte ich mich eher für ein Problem. Hyperwellenverbindungen zum Bau verfügbar. Die Kommunikation der Außerirdischen basiert auf der supradimensionalen Wellen, die sich fast ohne Zeitverzögerung ausbreiten. Dieser Decoder sollte uns endlich die Quelle dieser Kommunikation zeigen. Alles klar, kostet wahrscheinlich ungefähr 8000. Und wir schauen gerade mal, was wir noch so alles machen können. Wir haben ja diverse Autopsien, 3 Stück, einen Berserker haben wir noch. Wir haben die Geistrüstung, wir haben die Legierungskanone. Was bringt uns das denn? Moment. Die Dichte der außerirdischen Legierung, die wir untersucht haben, schließt ihre Verwendung als Munition aus. Bei all unseren Schießversuchen wurde die Waffe zerstört, da die Legierung den Lauf zerfetzen. Aber wir haben einen Weg gefunden, daraus Mikrosplitter herzustellen mit einer Magnetkammer, wie sie in den Plasmawaffen versendet wird. Können wir... Achso, das ist ein neuer Streulaser. Alles klar. 8 Tage. Nehmen wir. Wunderbar. So, was würde es denn kosten? Einfach mal aus Interesse gefragt. Moment, ich wollte eine Einrichtung bauen. Prioritätsprojekt. 175 Paragraphen. Ja, ganz ehrlich, ich brauche erstmal einen neuen Auftrag, bevor ich das machen kann. Los geht's. So. Anfrage von Mexiko. 20 Waffenfragmente gefordert. Auf Lager haben wir 47 günstigerweise noch. Wir haben 20 Tage Zeit. Wir bekommen 125 Paragraphen. Wunderbar. Einige mexikanische Forschungsteams wollten unbedingt Zugang zur Alien-Waffentechnologie. Sie hoffen, auf den Waffenfragmenten dann genug zusammensetzen und lernen zu können, um eigene Waffen zum Schutz ihres Volkes herzustellen. Da wir in Mexiko die Exhort-Zentrale gerade ausgehoben haben und das ist allgemein so ein schwieriges Land, das heißt, das ist für gar kein Problem, endlich wieder Waffen aus Deutschland nach Mexiko zu liefern. Wunderbar, ich liefere die Gegenstände aus. Und damit sind wir schon ein großes Stück weiter in Richtung dieses Transmitters. Wir brauchen nur noch 75 Paragraphen. Der Witz ist, ich habe wirklich gerade erst drüber nachgedacht, während irgendeiner Ladezeit. Wir haben schon lange keinen Auftrag mehr von einem Land bekommen. Tja, und da ist es auch schon. Nach Aktivitäten suchen. Kontakt entdeckt. Ein UFO ist gelandet. Eine Barkasse. Auf geht's, ab geht's. So. Wen nehmen wir da hin? Unseren, genau. Unseren Taliban-Kämpfer, beziehungsweise Kaliban-Kämpfer nehmen wir gerne mit.
unsere schwere Dame, Frau Simon, nehmen wir natürlich mit. Die jetzt ein anderes Gewehr natürlich bekommt. Nicht mehr das leichte MG, sondern den coolen, schweren Laser. Haben wir nicht schon... Ja gut, das Plasma-Gewehr haben wir auch nicht. Shit. Die brauchen bessere Ausrüstung. Alles klar. Du bekommst jetzt die richtig gute Kanone. Da will ich auch ein bisschen was sehen. So, dieser Raygun hat was gebracht? 6 bis 8 Schaden, 10% kritisch, Reichweite mittel und 11 bis 13, 13 kritischer Schaden. 9 bis 11 Basisschaden, 15 bis 17 kritisch, 10% Chance auf kritischen Treffer und mittlere Reichweite. Hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Verheerende Mech-Waffe auf Plasma-Basis, nur für Mech-Kämpfer. Die Gefahr einer katastrophalen Überhitzung verbietet es, diese Waffe für Unterdrückungsfeuer einzusetzen, was ich ja eh nie tue. In Ordnung. So, dann haben wir den Lowrider, wir haben die Frau Jakobsen als Dream Team, den Yeti, der ist auch dabei. Das ist wunderbar. Was hast du eigentlich für eine Waffe gerade? Ach ne, Sword Laser hast du, weil das immer so teuer war, der Rest an neuen herzustellen. Gute Idee. Ja, Frau Sinchenko könnte dabei sein. Ich überlege gerade. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wir haben zwei Scharfschützen, wir haben einen schweren, zwei schweren, einen Mech-Kämpfer. Und dich, eigentlich passt doch ganz gut. Aber wollen wir manchmal lieber jemanden einen Stürmer wieder dazu nehmen, Herrn Evans zum Beispiel. Der zwar auch schon Major ist, aber warum nicht? Bewaffnung ist, glaube ich, noch in Ordnung, aber du kannst vielleicht noch was anderes gebrauchen hier. Ein Scope oder ein Medkit? Du kriegst eine Nanofaserweste, damit du mehr Lebenspunkte hast. Und ich denke, das wird so in Ordnung sein. Schau uns das Video, UFO doch mal an. Argentinien. Gerade hast du einen Satelliten hingeschickt und schon ist ein UFO da. Beginne den Angriff. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Das Raumschiff ist nahe einer kleinen Provinzstadt gelandet. Wir sollten die Stelle sichern und von allen Feinden säubern, die wir dort aufspüren können. Ich lese gerade einen interessanten Tipp. Auch wenn sie kybernetisch aufgerüstet sind, können Mech-Kämpfer noch immer mit Medikits und auch ganz interessant mit aufgerüsteten Pulsbogen geheilt werden. Das geht, alles klar. Na dann, geht's mal los. Einsätze in Südamerika hat er besetzt nicht viele. UFO ersetzt natürlich noch gar keinen, weil wir auch keine Satelliten hatten, um was feststellen zu können. Und schon stehen wir in der Suppe. Nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Das werde ich tun. So, renn erstmal nach vorne. Wir alle rennen natürlich nach vorne. Kannst du mich schon mal dahin begeben? Genau. Unterwegs. Ordnung. Du natürlich auch. Rücke vor. Wir versuchen gleich mal nach links durchzubrechen. Und nicht den Haupteingang zu nehmen. Wenn man dahin geht, wo einen keiner erwartet, ist immer am lustigsten. So. Mal schauen, ob wir den ersten Melkanister finden. Du bist ebenfalls bisher nach links. Und du musst wiederum nach rechts gehen. Dann haben wir drei links, rechts an der Ecke. Das passt doch erstmal. So, mal schauen. Okay, warte mal. Man kann auch nach hoch. Okay, dann geh bitte mal hoch. Ist vielleicht nicht verkehrt. Geh ruhig mal auf den Ausguck. Ja, ich hätte echt lieber, dass der Mech mal ein bisschen nach vorne geht. Nicht mein Scharfschütze unbedingt. Okay, ah, hier ist so ein Sprungding. Alles klar. Dann gehen wir auf Feldposten hier. Und hier könnten wir langsam mal die Tür öffnen, nicht wahr? Geh mal hier hin. Gut. Wir sehen direkt eine Discoscheibe. Alles klar. Die auf Feldposten geht. Alles klar. Wir sehen einen. Den Kleinen, natürlich. Hau mal weg. Gut, du siehst natürlich etwas. Kannst ihn gerade mal
ausschalten. 69% sollte hinhauen. So, das war der Große. Solovyov, ja, geh doch mal mit hier hin. Und vielleicht nimmst du die Pistole mal, wenn du jetzt gleich mal in den Feldpostenmodus gehst, falls hier jemand rauskommt, weil es ist relativ nah. So, kannst du dich mal da hinstellen, vielleicht mal so reinlugen? Kannst du, sehr schön. Dann schieß doch bitte mal, so gut es geht. Alter Schwede! Das war mal ein kritischer Treffer. Hätte gar nicht besser laufen können. Okay, da hinten ist offenbar irgendwas. Dann geh du doch bitte mal dahin. Und ach komm, geh auch schon ein Stück nach vorne. Natürlich! Alles klar. Gut. Du könntest dich hierhin begeben. Durch die Tür kann man noch nicht schießen, aber er wird vielleicht gleich da durchkommen. Deswegen. Feldposten. Du gehst, ja. Ach, du hast nur einen Streulaser gerade. Das ist natürlich dumm. Dann renn schon mal ein bisschen nach vorne. Ich habe mich gerade für den Scharfschützen gehalten. Also für Frau Jakobsen, ehrlich gesagt. Ja, und du solltest. Fast am liebsten woanders sein, wenn ich ehrlich bin. Aber guck mal doch mal nach. Kannst du ihn von da aus sehen? Kannst du. Sehr gut. Danke dir mal hoffentlich einen guten Schuss. 95% ist auch ganz nett. Alter, 17. Das ist ja richtig hart. Ja, Frau Jakobsen, da kannst du eigentlich gleich mit durchziehen. Oder ganz ehrlich, du stellst dich dahin in Deckung. Ach, ist ein Feldposten, verdammte Axt. Verfehlt günstigerweise. Ich werde beschossen. Ja, aber ist gar kein Problem. Also mit den kritischen Treffern kann ja kaum noch was schief gehen. 12 Schaden, normaler Schuss. Okay. Vernichtet. Das war doch ganz schick. Gut, dann kannst du eigentlich nach vorne rennen. Ich sehe gerade den Mailkanister mir angezeigt. Hier oben 4 Runden noch. Ah, den können wir aber erreichen, denke ich. Und der Kleine muss hier noch irgendwo sein. Ah, kommt jemand hoch? Na los, komm hoch. Ah, du schießt. Nee, bitte nicht. Ah, das ist schlecht. Okay, mein lieber Mac. Könntest du dich mal gerade dahin begeben und den Herrn, der gerade Gedankenkontrolle ausübt, bitte töten? Das wäre sehr, sehr schön. Und den Disco-Schein, verdammte Axt. Oh, 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 oh. Wird wieder schwieriger. So. Du schießt bitte auf ihn, vielleicht sogar tödlich. Das ist schon mal gut. So, warte mal. Die Dame, die gerade kontrolliert wurde, bist du wieder fit? Oder musst du dich gerade wieder fangen? Du musst dich fangen, oder was? Alles klar. Dann renn doch mal da, vielleicht kannst du deinen Disco-Schein von da aus sehen. Das kannst du leider nicht. Dann dreh bitte mal die Perspektive. Dann kannst du ja schon mal wenigstens. Ah, das ist auch dumm. Ja, komm. Mach deinen Feldposten. Wir werden das Ding schon kriegen. Und zwar wirst du das dir holen. Indem du einfach mal dahin spurtest. Ach, guck mal an. Das ist ja unangenehm. Alter. So gut es eben lief, so schlecht läuft es jetzt leider. Okay, mein lieber Freund, du wirst dich sofort hier hinstellen. Wirst die Tür aufmachen und wirst dich hier auf Feldposten begeben, dass, falls hier jemand durchkommen möchte oder da jemand langlaufen möchte, dass du den wenigstens abknallst. Das wäre ganz schön. Gut, die Dame mit dem schweren Laser, kannst du ihn. Die Dame, sag ich schon, der Cesar Guzman. Kannst du da was sehen? Wahrscheinlich nicht. Das wird jetzt gerade eine sehr unangenehme Runde, weil ich befürchte, wir werden eine Unterstützungseinheit verlieren. Eine Sturmeinheit. Der Trupp in mich.
Okay. Feindliche Ziele treten Rückzug an. Das war gar nicht schlecht. Aber der Große ist natürlich geiler gewesen jetzt. Aber wir haben noch zwei andere, die irgendwie von hinten schießen können. Die wir jetzt mal gerade nicht sehen. Ach, das sind zwei Disco-Scheiben. Oh, shit. Das ist natürlich ein Problem. Stehe unter schwerem Beschuss. In der Tat, der wird ein Problem sein. Du bist kritisch? Ah, du bist leider tot, oder? Major Evans wurde getötet. Das ist schon der zweite, den ich verloren habe. Der zweite wichtige. Und ich denke, das werde ich gerade mal laden. Das tut mir leid, aber ich werde nicht jede Folge einen guten Soldaten verlieren. Das ist mir nichts. Okay, schauen wir nochmal nach. 17:31. Hoffe ich mal, dass das noch ein annehmbarer Spielstand war. Und gerade der Evans, ich war so froh, dass wir endlich mal einen Stürmer hatten. Wieder. Alles klar, gut. Wichtiger Punkt, wir rennen jetzt nicht einfach nur blind da rein. Das war ja wohl gerade der Tod. So, wie war das? Da war auf jeden Fall jemand. Ja, du haust ab, du bist auf Feldposten. Elf Punkte Schaden, sehr gut. So, dann gehst du mit deinem Gewehr nochmal dahin und guckst mal, ob du auch nochmal drauf schießen darfst. Und du darfst. Und das war's mit ihm, sehr gut. Jetzt haben wir noch den Gedankenkontrolleur, der natürlich ein Problem darstellt. Okay, also der Mechanist ist sehr gut geschützt, das muss man leider mal so sagen. Ich frage mich gerade, wie wir das günstig anstellen wollen, da hinten hinzukommen. Warte mal. Renn doch erstmal hier durch, ganz ehrlich. Die bewegen sich eh noch nicht so wirklich. Du gehst bitte auch jetzt mal nicht nach vorne, sodass wir nicht direkt attackiert werden. Könntest kurz mal dahin gehen. Wenn die Disco-Scheiben sich mal irgendwann zeigen, dann ist man dadurch mal gleich mal... Was machst du denn? Angreifen können, wenn es soweit ist. Du stehst ja relativ weit hinten, das ist nicht so günstig. Dann rennen wir mal nach vorne. Und auch du solltest irgendwann nach vorne rennen. Okay, jetzt noch drei Runden für den Mail-Kanister. Ich will ganz gerne den Kanister haben, natürlich. Wir haben ja schon zu viele verloren. Ich will mal ab und zu wieder ein bisschen Mail haben. Wollen. Gut. Hier, du. Du gehst bitte nach vorne und wirst schon mal auf... Ah, da war jemand. Feldposten gehen, wollte ich gerade sagen. Aber du gehst auch genau so, ohne Feldposten. Wunderbar, das zum Gedankenkontrolleur. So, auch du gehst bitte raus. Hier vorne könntest du schon fast eine Diskusscheibe sehen. Finden wir es doch gleich raus, falls sie sich zeigt. Na komm, Feldposten. In Ordnung, ich möchte noch nicht ganz nach vorne gehen. Gehen wir erstmal dahin. Ruhig noch ein bisschen näher und dann kannst du... Dann können wir gleich mal gucken. Okay, du gehst mal kurz hier hin, um zu gucken. Und nötigenfalls anzulocken. Okay, man sieht noch nichts, dann gehen wir auf Feldposten. Okay, du gehst dahin, um zu gucken und anzulocken. Das dürfte es fast gewesen sein. Okay, wenn du jetzt da hochgehst, um anzulocken, das ist natürlich... Nee, ich möchte jetzt erstmal die Gegner da hinten ausschalten, natürlich. Ach, der wird schon kommen. Guck kurz mal hier vorne. Ist ein ganz guter Posten. Könnte man eigentlich fast den Scharfschützen hochschicken. Und man sieht tatsächlich noch nichts. Aber da ist noch eine Rakete übrig. Die könnte gleich nützlich werden. Man hört schon die Disco-Scheiben, ja. Alles klar. Gut. Ich will gerade etwas günstig machen. Ich würde vorschlagen... Warte mal, könntest du mal... Erstmal drehen wir es kurz mal. Ich hätte nämlich ganz gern dich
Kann man nicht kurz da hinstellen, das Ding holen, dann wieder zurücklehnen? Enemies in sight. Jawohl. Alles klar, dann nehmen wir kurz die Mehlkanister. Und hau wieder. Tschüss. Auch wenn Feldposten gerade da ist, ist mir egal. Ach, du bist getroffen worden. Das wäre nicht mehr egal. Okay, Frau Jakobsen, du bist doch relativ nah dran. Okay. Vielleicht könntest du da gerade ein bisschen tätig werden. Ganze vier Trefferpunkte. Irre. Ja, aber du sollst nicht nochmal getroffen werden. Wenn es noch was werden soll. Du bist auf Feldposten. Wir gehen alle auf Feldposten, weil die werden gleich rumkommen, die Herrschaften. Und Soloviov geht mit hier hoch und wird dann auch auf Feldposten gehen. Sehr gut. So, mal gucken, wer kommt. Ich gehe davon aus, dass er gleich ein Schild verpasst bekommt. Guck mal, da ist einer. Noch ein großer sogar noch. Gut, der Kleine ist schon mal weg. Das ist ganz günstig. Und jetzt kommt die Kavallerie. Alles klar. Ah, sehr gut. Schön 12 Schadenspunkte. Und so laufen wir es auch noch da. Wunderbar, dann dürfte es gleich gelesen sein. Wundervoll. Dann haben wir ja da hinten noch mal irgendwo einen, den wir noch ausschalten müssen. Das kriegen wir wohl hin. So, du hast einen im Visier. Warte mal, kannst du... Welcher ist denn das? Der Kleine oder der Große? Der Große. Ja, komm, dann gib ihm. Okay, mit einem Streuer kannst du jetzt vielleicht nicht so irre viel abschießen, aber du kannst was abschießen. Den Kleinen nur? Das irritiert mich ja fast schon. Okay. Gehen wir ein Stück nach vorne. Jetzt ist nämlich mal zwei, wollte gerade sagen. Ich hätte mich gerne auch den Großen... Oh. Na, ja, dann nimm mal den. Zehn Schaden. Okay, wen kannst du sehen? Auch nur den Kleinen. Na, ja, dann komm. Leider verfehlst du. Kannst du nochmal schießen? Ich habe fast keine Munition mehr. Ja, das glaube ich. Zielmatrix. So, mit deinem schweren Laser. Du könntest ihn gut attackieren. Ja, mach es. Weitere 7 Schadenspunkte. Er braucht noch 3. Und ob wir die kriegen, daran wage ich doch mal zu zweifeln. Soloviov, kannst du da oben gerade mal die Disco-Scheibe vielleicht noch abknallen? Ja, nicht dich, obwohl es 100% ist, aber das ist doch sehr nett. Dankeschön, da kriegen wir nämlich gleich nur einen Schuss ab und das ist schon mal sehr viel angenehmer. Okay, ja, nimm mal deine Pistole, ich glaube, die ist besser, oder? Als deine, ja, 37% ist nämlich wahrlich nicht viel. 53% ist auch nicht viel, aber vielleicht klappt's ja. Und es klappt! Wunderbar! So, einen Schuss werden wir auf jeden Fall abkriegen durch dich. Oder bist du ein ja, du bist ein Schütze. Sehr gut, dass es nicht geklappt hat. Kannst nochmal schießen. Ärgerlich, aber nächste Runde bist du wahrscheinlich tot und der Kleine kommt auch noch rangelaufen. Sehr gut. Und da hörst du wieder was, weil eine weitere Duskelscheibe, soweit ich weiß. Ordentlich, ordentlich. So, geh mal auf Feldposten, ist, glaube ich, eine gute Idee. Du siehst zwei Leute. Ja, komm, den einen erstmal. Sehr schön. Und den zweiten natürlich auch gerne noch. Okay, jetzt läuft die Mission schon wesentlich günstiger. Als eben noch. Du musst auf jeden Fall mal nachladen. Einige müssen, glaube ich, so ein bisschen nachladen. Du gehst auf Feldposten, falls gleich noch was durchkommt. Du könntest schon ein bisschen nach vorne gehen. Und würdest dann nachladen. Okay. Bei dir überlege ich gerade, wie wir es günstig machen. Weißt du was, du rennst einfach nach unten. Falls du noch einen... Genau, falls du noch benötigt wirst. Krysaliden haben wir da oben. Mhm. So, Soloviov.
Du weißt, wie du damit umgehen sollst. Du warst vielleicht bei allen Missionen oder fast allen Missionen mit Chrysaliden dabei. Einer ist schon mal Geschichte. Okay, ja. Warum nicht? Machst du den Hattrick voll, Solovyov? Drei Chrysaliden in im Prinzip einer Runde. Alter Schwede, du bist so ein geiler Typ, ich liebe dich. Alles klar, die Dame mit dem Präzisionsgewehr geht auch mal jetzt nach unten. Du wirst immer noch einen Mail-Kanister finden, aber du wirst jetzt mal kurz nachladen. Okay, du gehst nach vorne. Okay. Du gehst hierhin in Deckung und wirst gleich... musst du nachladen? Eigentlich nicht wirklich. Ja doch, komm, bleib mal nach. Ist ja gerade nicht so irre viel los. Dann guckst du bitte mal hier, ob hier irgendwas ist. Okay, man sieht noch nichts. Okay, ich frage mich gerade, wo der nächste Mail-Kanister sein könnte. Hier ist offenbar nichts. Vielleicht hier in der Umgebung. Ist ja noch ein relativ weites Feld. Und wisst ihr was, ich mache gerade kurz mal einen kleinen Schnitt, denn ich habe nicht so viel Zeit, um drei einstündige oder vier einstündige Folgen heute aufzunehmen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.